Hallöchen und herzlich willkommen zur 46. Folge Tech It Light. Heute ist mal wieder der Rieder dabei. Hallo. Hallo. Ja, geplant ist heute die Turtles, glaube ich, starten und den Lagersystem Raum zu machen, oder? Ja, ich denke schon. Und ja, sonst noch irgendwas? Eigentlich nicht, oder? Nö, nicht viel. Gut, dann suchen wir mal die Turtles. Die habe ich bei dem da. Ah, okay. Gut. Erster Schritt getan. Zweiter Schritt, Kohle. Ja, denn... Ja. Unser MFSU ist schon wieder leer, da der Server nicht gestoppt wurde. Aber kann ja mal passieren. Die Welt geht nicht gleich unter. Eins der Kohle reicht, oder? Für zwei Tage. Ja, hau sie oben in zwei oder drei Öfen rein. Achso, okay. Ich hätte... Du musst sie aber direkt reinhauen. Nicht in die Crystal Chest? Nö. Hier rein, oder? Nö, nicht in die... Jawohl, kannst du eigentlich. Ein Stick Kohle. Also zurzeit noch leer sind. Generatoren. Wir beobachten es. So. Okay, dann brauchen wir jetzt noch Kohle für die Turtle. Oder? Ja, da können wir aber auch Holz oder so hernehmen. Dann geh schnell Bäume fällen. Ja, mach das bitte. Sehr, sehr viele. Ja, das sind eh ein paar. Ui, es regnet. Ist komisch, wenn man die Playlist nicht laufen hat. Weil ich habe sie heute nicht. Ist halt mal ein bisschen ruhiger. Kann nicht schaden. Weil ich jetzt endlich mal dann schaue nach einer Dubstep-Playlist, weil ich halte die Musik einfach nicht mehr aus. Ich glaube, es ist langsam auch langweilig. Nur es ist nicht so leicht, gute Non-Copyright Music zu finden. Und selbst machen. Ja, sicher. Ich habe ja nichts Besseres zu tun. So, dann habe ich mal. Hast du auch nicht. Nee. Und ja, jetzt muss ich mir mal die ganzen Lieder, die mir der liebe Herr Enzi geschickt hat, mal alle anhorchen. Und das kann ein Weilchen dauern. 400 Lieder. Aber das mache ich dann in die Sommerferien. Die sind ja in 58 Tagen, glaube ich. 58 Tagen schon? Wow. 58 Tagen. Oder ja, um die 60. Ich glaube, eine Freundin von mir hat so eine App installiert, wo wirklich die Tage runtergezählt werden. Sorry, so ein cooler Countdown. Und da hat sie mir letztes Mal einen Screenshot geschickt. Und da ist gestanden 62 Tage und das ist schon 4 Tage her. Und jetzt könnte ich deine Hilfe gebrauchen, Rida. Weil irgendwie mein Inventar voll ist. Ja, ich komme gleich. Und ich sterben werde. Nee, nö. Okay. Noch nicht. Aber ich bin voll. Ah, ich hasse Spinnen. So, ich freue mich schon so auf meine neue Maus. Dann habe ich endlich. Wenn du Jungle Wood hast, das kannst du oben in die Chest tun, dann wird es gleich automatisch gebrannt. Okay. So, noch nachpflanzen hier. Nee, nicht da drüben. Hast du schon Holz für die Turtle? Nö. Aber ich bin gerade an sehr viel brennen, also wird auch was für die Turtle noch anfallen. Kommt der hier rüber? Nee. Okay, gut, das bauen wir hier zu. Und hier oben in die Wooden Chest. Ja, oben. Okay, ich habe mal ein paar Stacks reingetan. Hab gerade nicht mehr Platz übrig. Und ich bräuchte was zu essen. Ja, ich habe auch nichts mehr. Irgendwo haben wir, glaube ich, noch ein Bett. Da habe ich mal in irgendeiner Folge eins in die Kiste getan. Nur keine Ahnung, wo das jetzt wirklich ist. Ich glaube, in der Black Hole Chest. Nö. Ja. Gehen wir schnell schlafen.
Frieda, Zeit fürs Bettchen. Ja, komme. Entschuldigung, ich war gerade denken. Oh, Lapis Lazuli. Ich habe nämlich fast kein Leben mehr. Jetzt muss ich schnell Weizen abfarmen. Da, Brot. Ich habe noch 12 Brot, wenn du willst. Nee, nee, ich hol mir schon. Danke. Wir müssen sowieso ja öfters mal die Farm abernten. Also, ich habe so viele Seeds. Dann werde ich jetzt mal die Mining Turtle platzieren. Weißt du, wie lang das Teil sein soll? Jetzt platziere ich sie mal und dann warten Weil wir ich sie. hab's mir extra aufgeschrieben. Jetzt weiß ich noch nicht mehr, gräbt sie jetzt nach rechts oder nach links? Glaub, sie gräbt nach rechts, oder? Ich glaube auch, ja. Warte mal. Ja, sie gräbt nach rechts. Nein! Hilfe! Ich zeige dir ab wo, okay? Also ab wo sie graben soll. Sehr viele Zombies. So, 13 Minuten haben wir noch. Wie schnell ist denn jetzt bitte diese Folge vorübergegangen? Keine Ahnung, aber Wenn wir jetzt schon fast die Hälfte haben. jetzt habe ich mal wieder genug Brot. Weißt du, was eigentlich cool ist? Das habe ich zuerst entdeckt am Testserver. Und zwar beim Autofeeder ist das so, Sehr nett. nee, wenn du wirklich ein Stack Rotten Flesh, also das Zombiefleisch hast, wirst du nicht vergiftet. Also du verhungerst dann nicht. Ah, okay. Das ist ja wirklich so, dass du keinen Schaden oder eben nicht vergiftet oder so wirst. So, komm, dann gehen wir zur Turtle in den Keller. Habt ihr die Turtles Ja, gegeben? ich hab sie. Dann, ich freue mich schon so, wenn wir dann endlich mal das Haus bauen. Also jetzt innen, das Wohnzimmer, den Fernseher, die Bar, Ja. die Küche. Die Bar ist echt das Geilste. Ich glaube, Woher das. weißt du das? Wir haben es ja noch nicht gebaut. Wir haben ja keinen Testserver oder so. Ja. Ich habe die Sichel. Oh mein Gott, das sind viele. Oh mein Gott. Da wäre ich gerade fast gestorben. Ja, ich habe Night Vision. Das ist ein kleines Problem. Weil ich glaube immer, dass es überall einfach extrem hell ist, obwohl es eigentlich So, dann wie stockdunkel hoch ist. wird der Raum? Warte mal, ich räume noch schnell die Sichel weg. Bin in 30 Sekunden bei dir. Aber die Sichel ist echt ein praktisches Werkzeug. Ich glaube, das steigert sogar die Chance, dass du mehr Weizen oder so oder mehr Seeds oder so bekommst. Ticket ist einfach geil. Okay, höher können wir nicht bauen. Ich habe zwei, ich glaube, ich habe das sogar letzte Folge noch vorgegraben. Also so ein bisschen. Komm mal hoch. Wo bist du? Du meinst, komm mal runter. Ich bin oben. So, schau. Komm mal. Also hier Jetzt hier hoch. Nee. hoch bis hier. Ja, und hier Einen Block ist genau tiefer. die, Ja. das heißt bis Warten. hier. Ja. So. Oh, ich sehe nichts mehr. Es ist Warte. so dunkel. Ja, ich sehe noch immer alles. Das ist so geil. Wenn Und dann ich. jetzt alles auf dieser Höhe abgraben. Warte mal, wie weit habe ich gesagt? Das habe ich mir aufgeschrieben. 18 Blöcke hinten nach hinten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 10, 17, 11, 18. 12, 13, 14,
15, 16, 17. Ich hoffe, jetzt bin halt. Ich zu weit. Hat gepasst, glaube ich. Ja. Schaut sie mir rüber. Hallo. Hallo. Und dann nochmal zählen. Und das müssten 15 sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Lol. Da habe ich mich ein bisschen verrissen. Aber die Breite passt eigentlich. 18. Das 18? Okay. 18. Warte mal, dass ich jetzt nicht, dass ich mich jetzt nicht vertue. Sind hier. Jetzt bräuchten wir entweder noch ein paar Warth Lamps, die wir gleich hier platzieren könnten, oder sehr, sehr viele Fackeln. Oh mein Gott, eine aggressive Spinne. Ich glaube, ich hol dann mal Warth Lamps. Hast du noch welche? Ja, ich glaube, irgendwo müssten noch ein paar sein. Die Höhe, jetzt müssen wir alles abgraben, oder? Ja. Das ist aber auch nur zum Schutz der Turtle. Du könntest aber auch nur Gänge graben. Immer mit zwei Abstand dazwischen. Dann sehen wir ja, wo Kies ist und wo nicht. Nein, müssen wir nicht alles abgraben. Du kannst es eigentlich so machen. Weißt du, wie bei Stripmining, dann siehst du, ja, ob irgendwo Kies ist, den Kies baust du ab und fertig. Nein, man kann es auch so machen. Du stellst dich einfach irgendwo hin. Und grabst dann so weit nach vorne, wie deine Reichweite halt ist. Und wenn du dann nicht mehr kommst, dann baust du einen kleinen Gang. Ich glaube, so meinst du es eh. Da musst du nicht wirklich, wenn ich sage, die obere Reihe ist 100 Blöcke und die untere nochmal, muss ich nicht 200 Blöcke abgraben, sondern 125 vielleicht. So. Dann Bleib schauen wir mal, ob wir noch haben. Nicht, dass uns die Turtle dann irgendwo hingräbt. Das wäre nicht so toll. 7 Minuten haben wir noch. So, dann schauen wir mal, ob wir noch Warth Lamps haben. Ansonsten mache ich noch schnell. Ja, sonst, wir können ja oben schnell ausleuchten, das ist kein Problem, aber die Turtle sollten wir dann gleich starten. So schnell spawnen die auch nicht, die Mobs. Glass Panel, Silver und Dark Iron. Mit Dark Iron habe ich auch keine guten Erinnerungen. Ach was, das war doch schön. Ja, klar. Mir hat das gut gefallen. Ich sehe schön, wenn ich brenne. Dann suchen wir noch Glas. So. Ich finde, ich glaube, wenn du die Lamps hast, bin ich, glaube ich, oben fertig. Das kann gut hinkommen. Roth Lamp. Kohle habe ich auch ein bisschen gefunden. Kann ich aber nicht aufsammeln. Wie weit geht's da noch? Ah, okay. Ich habe leider nur 3 rausbekommen. Macht nichts, das reicht. Das reicht. Für jede Ecke war es schön gewesen. Naja, ja, egal. Aber die kann man ja nachholen, das ist nicht. Nicht das doof, dass man sie nicht abbauen kann. Oder es gibt von Factorization irgendein Tool, dem man es abbauen kann. Sonst machen wir es einfach wirklich so: man geht in den Creative, baut sie ab. Nö, das ist langweilig. Ja, dafür bekommt man sie dann nicht zurück. Das wäre sie eigentlich. Das wäre ein Deal, weil sonst ist ja Cheaten, wenn ich sie mir dann wiederhole. Weil ich sage, ich baue sie dann, das wäre auf der, wie wenn ich sie in die Luft sprenge, dann bekomme ich sie auch nicht zurück. Das interessiert mich, ob du die mit TNT wegspringen kannst. Ich helfe jetzt der Turtle einfach mal schon ein bisschen, dass das schneller geht. Also gräbt sie jetzt nach rechts oder nach links? Nach rechts. Okay, wenn ich das heißt, noch richtig habe. Dann platzieren wir sie. Mal kriegen wir hier das Loch und hier. Zack. Ich habe 29 Kohle. Ich glaube, das reicht. Refuel all. Okay, es hat ein Fuel Level von 3600. Was muss ich nochmal eingeben? Programs oder? Ja.
Nee, das Programm heißt Raum. Ja, ich schaue, ob es eh oben ist auf der Turtle. Ja, Raum ist oben. Raum. Okay, also Raum. Die Länge, geht das jetzt, wie weit sie nach vorne gräbt oder? Die erste Zahl ist, wie weit sie nach vorne gräbt. Die Also zweite Zahl 18. ist die Breite. Und die Okay. dritte Zahl Die Höhe. ist die Tiefe. Okay, warte mal. Wie Also weit? lass in der 1. Tiefe noch ein oder zwei zur Vorsicht übrig. Ja, aber wenn es jetzt so ist, schau. So. Zählt der Block zu den 18 dazu? Also Ja, von hier, den zählt der sie zählt mit. dazu. Ja. Okay, und der von hier dort drüber auch. Okay, also 1, Das heißt, warte mal. genau von Ups. dort, wo sie steht, fängt sie an, den Raum zu graben mit 1, dem Massen, 2, was du 3, gesagt 4, hast. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 24. 24, dann macht die Hälfte der 12 und setzt hier die zweite Mining Turtle. Okay, An genau an der 12. Hälfte. Gib Und mir wie? bitte die zweite, ich starte sie inzwischen. Und tief haben wir gesagt. Zählt sie die Höhe schon jetzt mit, in der sie ist? Ja. Was? Wie? Sie ist jetzt auf der Höhe 54. Zählt sie die 54er Höhe zu den zum Beispiel 10 dazu oder nicht? Schon. Weiß es jetzt nicht. Okay. Oh. Bisschen zu weit. Wie tief sollen wir am Anfang graben? Wie tief? Ja, Sagen wir ich sechs überlege Blöcke, gerade. dann können wir noch nachsehen, ob es genug 1, ist und dann 2, noch ein zweites 3, Mal. 4, 5. 5 Blöcke, meinst du, oder? 1, Und sie 2. fährt. Jetzt nicht mehr stören, keine von beiden. Hast du jetzt 5 oder was hast du jetzt eingegeben? Fünf. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, und 5. Und diese gräbt auch. Ja, meine fährt schon mal in die richtige Richtung. Meine auch. Ja, passt. Dann lassen wir sie in Ruhe. Einen Junkloader benötigen wir hier eh nicht. Nicht? Glaub nicht. Aber der müsste doch noch hier irgendwo sein. Ja, da ist er. Da steht er noch, der Junk Loader. Mach noch hier ein kleines Fackelteil hin. Und jetzt schnell raus. Und dann gräbt sie. Yay. Tankloader steht noch. Okay, und dann graben wir schon mal vor für das Gravelloch, für das große. Ja, warte, ich komme gleich. Ich muss noch mal was nachsehen. Eins. Einen Raum, ob jetzt alles fertig ist. Alle Generatoren laufen. Mehr genug Strom haben. Okay, so, dann zeige Aber ich wir dir haben mal. schon wieder fast 2 Millionen. Ja, geht ja eh. Baut relativ schnell auf mit dieser Taktik. Mein Vorschlag, wenn du dann da bist, zum Quarry-Gang, wie wir den machen. Sag mal, wenn du da bist. Dann, haben eh nur noch 1 Minute. Eine Minute. Dum, dum, dum. Ich lade wieder zum Backup die zwei Energy Crystals auf. Okay. Ja, stimmt, das kannst du machen. Das ist eine gute Idee. Oben, Rieder hat damit. nur gute Ideen. Ach ja, und das sage ich noch schnell in den 39, 38 Sekunden. Ich bin ein dummes Kind. Und Sehr zwar dumm. ist nämlich bei der Stiege hier das um einen Block höher als drüben. Weil ich habe den Riedler dann so gefragt, hey, weißt du, was das Problem hier ist? Er stellt sich einfach mal hier eiskalt hin und sagt, das sind zwei verschiedene Höhen. Punkt. Ich habe gesagt, schau es dir nochmal an. Ja. Sag mir, was dir auffällt. Ja, und ich habe mich dann, glaube ich, 5-mal auf den Kopf gehauen und gesagt, dumm, dumm, dumm.
Also hier das noch abtragen und dann sieht es genau gleich aus. Dann kann man hier zum Beispiel die großen Monitoren rechts und links für das Atomkraftwerk und so rein hauen. Und hier oben nochmal und dann hast du wirklich in diesem Keller eine schöne Übersicht über die ganzen AKWs und MFSUs, die gerade laufen. Das wäre eine gute Idee, oder? Gut, die 20 Minuten sind um. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Let's Play Take It Light Folge dann 47. Und ja, ciao, bis dahin. Ciao.